Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dayland. Wir befinden uns wieder zu Hause. Wir werden jetzt einmal ganz kurz das neue Pflänzchen anpflanzen, die Pappel. Und zwar genau hier. Ich bin so erschöpft, ich muss... Aber es regnet gerade, es wäre der perfekte Zeitpunkt. Ich hasse es. Spinne meldet sich wieder zu Wort. Ich suche dich schon so lange, mein Prinz. Sag mir, wo du bist. Ja. Yeah. So, wir sind mal wieder hungrig. Wie jeden Tag. Ziehen wir uns einen Wackelpudding rein. Der war verdammt teuer und hat nicht viel gebracht. So, okay. Die Pappel anpflanzen? Sieht so aus, als ob die Samen der Frucht keimen. Bald wird die erste Ancora-Pappel auf Dayland wachsen. Ich weiß ja nicht, ob das so eine gute Idee ist, aus einer anderen Welt Pflanzen herzubringen. Hey, jetzt regnet es natürlich nicht mehr. Auftrag ist abgeschlossen, der Auftrag von Hute, ja. Dann können wir wieder zurück. Wir bekommen anderen Besuch. Das heißt, wir kümmern uns mal darum. Weizen. Huch. Ach, jetzt kommt sie trotzdem. Na gut. Dann lande mal hier vorne. Hier vor. Okay, sie landet. Alles gut. Keine Aufträge, aber wir beide reisen jetzt nach Ancora. So. Da sind wir wieder. Und ich brauche einen Schneemann. Ja! Ein Schneemann. Ja, dann besiege ich dich zuerst und dann den Schneemann. So, und jetzt Mr. Snowman. Der richtig Damage dadurch bekommt. Was ich gut finde, weil er auch ziemlich viel Damage austeilen kann. So, geben wir die Quest ab. Und dann gehen wir zurück zu Hute. Hute hat bestimmt auch wieder was für uns. Wie weit sind wir bei Hute? Noch nicht so weit, ne? 85%. Fast fertig. Gut gemacht, Arco. Du kannst stolz auf dich sein. Ich bin für den nächsten Test bereit. Bei einem Kampf ist nicht nur der Angriff wichtig. Du musst dich auch schützen und deine Wunden heilen. Ich möchte dir einen Zaubertrank beibringen, der dir hilft, einem feindlichen Angriff standzuhalten und unverletzt zu bleiben. Wenn es gefährlich wird, ist er sehr wertvoll. Das sind die Zutaten für den Schutztrank. Löwenzahn? Wo soll ich denn jetzt Löwenzahn auftreiben? Löwenzahn ist wieder wahrscheinlich so eine Pflanze, die ich in so einem Topf machen muss. Aber ich habe noch keinen Topf. Das ist blöd. Aber ich habe immer noch nur dieses Feuerzeug. Hm. Naja. Ich habe keine Schafwolle mehr und mein Mantel ist noch nicht fertig. Ich habe Schafe auf Dayland. Ich kann dir Wolle besorgen. Wie viel brauchst du? Zwei Knäuel. Oh, ich habe nur eins. Gut. Was ich aber sehe, was du hast, was ich gerne haben möchte, ist die Wurzel. Weil ich noch keine habe.
Wie kriege ich mein Schaf dazu, mir Wolle zu geben? Ich habe eine Wolle. Ich weiß nicht, woher ich sie habe, aber ich habe eine. Ich würde aber glatt behaupten, wir gehen jetzt zurück, wo auch immer zurück ist. Gott. Okay, da hinten. Und kaufen uns bei dem Typi neues Schaf. Dann haben wir zwei Schafe. Doppelter Ertrag. Ach, sieh mal einen an. Frage ist nur, ob ich für das zweite Schaf... ...noch einen Stall bauen muss. Ich finde die Sequenz mal sehr, sehr laut. Ne, die zwei Schafe sind jetzt da drin. Okay, perfekt. Oh Gott, ich will es nicht zerstören, nein. Gut, kann ich nur hoffen, dass ich irgendwann Wolle bekomme. So, dann brauchen wir auf jeden Fall noch eine Menge mehr Weizen. Das ist eigentlich eins der wichtigsten Stoffe momentan bei uns. So, aber dann haben wir jetzt auch nicht mehr viel, ne? Löwenzahn. Na gut, dann würde ich sagen, hämmer ich mal wieder drauf los. Ich weiß nämlich nicht, was ich noch machen soll. Ah, Moment. Moment. Wir können doch bestimmt hier wieder... Ach nee, der Typ war noch nicht da. Na gut, dann hämmer ich hier weiter rum, bis der nächste kommt. Oh, du hast genug Erfahrung. Ach, guck mal. Hey. Keine Aufträge. Gut, warte ich wieder. Und damit können wir auch schon ab ins Betty. Und ein neues Level abkriegen. Momentan haben wir noch Besuch von der Trulla, das heißt, es dauert wahrscheinlich noch ein bisschen, bis der nächste kommt. Der Pirat kommt, endlich mal wieder. Kannst du meine Steine haben? Ich habe mal wieder ein paar gesammelt für dich. Yay, und wir können wieder in die Mine. So, was? Der Kristall, er verschwand aus meinen Händen, als wir Dayland verließen. Staub, nur wertloser Staub. Ich wusste nicht, dass das passieren würde. Natürlich wusstest du das. Du hast das der Katze gesagt. Du kleiner Lügner, du wirst mich nie wieder anlügen. Du hast den letzten Auftrag noch nicht beendet, was? Wie soll ich den... Ich kann den nicht mehr schlagen. Na gut, dann zaubern wir halt. Ich wollte nicht gegen dich kämpfen. Ich wollte dich auch nicht betrügen. Bitte vergib mir. Ich gebe dir das Geld zurück. Okay, ich nehme deine Entschuldigung an und du kannst deine nutzlosen Kristalle behalten. Nein, ich habe auch mein Zeug noch nicht verkauft. Naja, gut. Gehen wir zumindest in die Mine. Das ist traurig. Ich habe doch auf Play gedrückt. Scheiß Timer.
So, Fackel. Nehmen wir hier gleich direkt alles mit. Oh, ich hab... Oh Gott, nein. Ich bin zu müde. Wie ich immer noch Stein bekomme. Alles hat aufgehört. Oh Mann. So. Kurz mal ins Bettchen. So. Hä? Wieso habe ich kein Kohl mehr? Machen wir eine Runde Kohl, ne? Ach, geht ja gar nicht. Machen wir weiter Weizen. So, und dann zurück in die Mine. Ich wundere mich, dass die Bäume nicht von alleine wachsen. Ich meine, die Samen fallen auf den Boden. Wieso? Wieso hast du keine Zeit dafür? Es regnet? Ich kann nicht in die Mine, weil es regnet? Was ist das für ein Scheiß? Guck mal, der Weg ist frei, aber ich bringt mir anscheinend nichts. Naja, gut. Vielleicht müssen wir hier den kompletten Schutt wegräumen. Das Spiel ist halt einfach gemein. Ja, und wieder heißt es endlich warten, ne? Yay, Besuch, endlich. Oh nein, er ist wieder da. Yuki! Boom klaut nichts von dir, oder? Miau, wir wollten nur deine Aufmerksamkeit erregen. Aber sprich leise, psst. Ich habe ein Zaubertrankbuch vom Schiff des alten Mannes gestohlen, geliehen. Unsichtbarkeit für Kinder, so heißt es. Unsichtbarkeit, das ist eine fantastische magische Kraft. Psst, werd nicht zu laut, sonst werden wir entdeckt. Es ist ein Rezept für einen Trank. Boom kann von Natur aus unsichtbar werden. Darauf war ich schon immer sehr neidisch. Mit diesem Zaubertrank könnten wir beide unsichtbar sein. Ich teile das Rezept mit dir, wenn du mir hilfst, den Trank zu brauen, aber sag dem Zauberer nichts. Unsichtbarkeitstrank habe ich schon gekauft für dich. Der Trank. Hier, bitteschön, aber trinke ihn vorsichtig. Gluck, gluck, gluck. Ich bin unsichtbar. Wo bist du, Yuki? Ich kann dich nicht sehen. Hey, du klaust doch nichts, oder? Yuki? Hoppla, die Wirkung hat nachgelassen. Ja, das geht fix. In ein paar Monaten wird es eine Versammlung der Zauberer geben. Sie ist mir sehr wichtig, da der Gewinner eine sehr angesehene Auszeichnung erhält. Mr. Arco, wir dürfen uns diese Gelegenheit nicht entgehen lassen. Ich brauche deine Hilfe. Kein Problem, ich bin immer bereit, dir zu helfen. Okay, ich brauche nur noch eine weitere Zutat für meinen Pflanzenmutationstrank. Es gibt eine Art von giftigen humanoiden Pilzen. Ich brauche ein Stück dieser Pilze. Dieser Planet hat die richtigen Bedingungen, damit sich dieser Pilz ausbreiten kann. Ich verstreue ein paar Sporen wie Köder. Wir warten auf den Einbruch der Dunkelheit und dann... Sie gehören uns. Besiege alle giftigen Pilze. Der Wahnsinn. So. Da haben wir noch einen. Oh Gott, nein, das ist der richtig giftige, ne? Nicht mit mir, Bro. Nicht mit mir, Bro. Oh Gott, meine Sträucher. Du hast sie alle erwischt. Endlich kann ich meinen Pflanzmutationstrank herstellen. Ich teile das Rezept für den Trank mit dir, aber du musst es geheim halten.
Es soll eine Überraschung auf der Versammlung der Zauberer sein, damit ich den ersten Preis gewinne. Pflanzenmutationstrank. Na gut, ein paar Büsche weniger, was soll's. So, Weizen. Ich will jetzt erstmal einen Haufen Weizen herstellen hier. So, das war eine Karotte. Egal. So, Labor. Pflanzenmutationstrank, was bewirkt der? Alkohol. Dieser Zaubertrank führt zu Pflanzenmutationen mit unerwarteten Ergebnissen. Ich kann ihn nicht nutzen. Was ist das für eine Scheiße? Oh, Besuch! Und wir haben ein Level-Up übrigens. Schon wieder Boom? Ach Gott. Nein! Ich muss echt darauf achten, dass ich die woanders ablade, die Leute, ey. Lecker, dieser Quido hat immer so leckere Sachen in der Speisekamera. Kammer. Was isst du da? Nichts, nur ein paar Bonbons. Ich würde sie ja bitte teilen, aber sie sind alle. Oh. Aber keine Sorge, ich habe das Rezept. Es ist nicht leicht, aber ich bin sicher, dass du es hinkriegst. Woher hast du es? Bram hält seine Rezepte unter Verschluss. Der Unsichtbarkeitstrank ist sehr nützlich. Ah. Jetzt soll ich auch noch für sie kochen. Ich dachte, sie hat schon alles aufgefuttert. So, was brauche ich denn dafür? Dinge, die ich nicht besitze. Kuchen habe ich nicht. Doch, ich habe den hier, ja. Aber Torte habe ich nicht und Marmelade habe ich erst recht nicht. Naja, gut, dann gehen wir zu dem Kollegen. Ich habe im Moment keine Aufträge. Ja, super. Hast du Kuchen? Torte meine ich. Keine Torte, kein gar nichts. Für mich ein bisschen blöd, ne? Ich kann das nicht herstellen, was du möchtest, weil ich keine Marmelade habe. Ich wüsste auch nicht, wie ich die hinkriege. Und ich bin schon wieder am Fuchen an. Pfannkuchen. Na gut, dann gehen wir jetzt erstmal schlafen und machen uns das Level ab fertig. Ja, machen wir Stärke. Ich atme in deine Seele und stärke deinen Geist. Du wirst mächtig sein, sehr mächtig. Besuch. Besuch, ja. Darauf warte ich doch nur. Vor allem auf ihn. Einer der wichtigen. Ich gieße erst das hier nochmal kurz zu Ende. Ich habe gerade nämlich das Weizen geerntet. Und gieß das jetzt nochmal kurz nach. Und dann darfst du auch gerne landen und ein bisschen weiter weg von zu Hause, falls dieser Boom wiederkommt. Kein Boom, okay.
Ich sehe, du hast ein paar Steine. Ja, hier, freu dich einen Keks. Ich möchte erstmal Sachen kaufen. Wieso kann man jetzt bei dir Kuchen kaufen? Egal. Ich möchte verkaufen. Und zwar habe ich da jede Menge Steine für dich. Voila. So, jetzt können wir auch reden. Schnell, Arco. Die Sternpatrouille ist uns auf den Fersen. Du musst diesen Schatz sicher für uns aufbewahren. Kein Problem, du kannst ihn auf meinem Planeten verstecken. Ich habe ihn in der Nähe des Sees vergraben. Bitte baue einen Kamin oben auf dem Hügel. Lass es nicht ausgehen, damit wir den Ort wiederfinden. Baue einen Kamin über dem vergrabenen Schatz und sorge dafür, dass er nicht ausgeht, bis Goliath zurückkehrt. Warum da? Das war so klar. Hättest du nicht einen besseren Ort aussuchen können? Oh Mann. Wie lange muss das denn halten? Bis er zurückkommt oder was? Oh, super. Wir warten, bis deine Eichel kommt und dann fällen wir ihn. Einfach weil wir es können. Yay. Oh, zwei. Huhu. Und jetzt gehst du kaputt, Junge. Wir gucken, was ich von dir bekomme. Holz. Ah, vier Holz. Also es ist schon... Ist schon nicht so schlecht, ne? So. Na gut, das Feuer wird sowieso jetzt eine Zeit lang brennen, nur wenn es halt regnet. Ist ein bisschen blöd. So. Nochmal alles neu bepflanzen. Ich bin nämlich gerade übelst am Weizen ernten. Weil ehrlich gesagt, wir sind jetzt an einem Punkt angekommen, wo wir nicht mehr viel machen können, außer zu warten, dass wir Aufträge bekommen. Und ich sehe es jetzt nicht als so wichtig, dass ihr hier beim Farmen dabei sein müsst. Zack. Aber so essentielle Dinge wie zum Beispiel die Mine säubern, da nehme ich euch mit. So. Zwar nicht mehr viel Ausdauer, aber ich glaube, das dürfte doch reichen. Ich bin natürlich hungrig. Ja, essen wir so eine Pilzsuppe. Ja, die Frage ist nur, wann kommt er wieder? Und das kann ich auch nicht kochen. Und ich glaube, die Wolle haben wir bekommen, als das Schaf ausgebüxt ist. Ich glaube, das haben wir bekommen, als das Schaf ausgebüxt ist. So... Okay, ein paar Mal muss er noch kommen. Aber gut, Freunde, ich würde sagen, das war's für heute. Wir sehen uns morgen zu einer neuen Folge wieder und dann hoffentlich kommt der Typ wieder. Weil wie soll ich denn verhindern, dass das Ding ausgeht? Ich kann es ja nicht nachfüllen. Ich kann meine Fackel anmachen. Toll. Du bist aber groß geworden. Hä? Ups. Wir sehen uns morgen wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss.